Hallo meine Lieben, heute habe ich ein weiteres leckeres Rezept zu meiner Ramadan-Reihe für euch. Und zwar nennt sich das im Türkischen Dondurmalı İrmik Helvası. Also das ist so ein Grießdessert mit einer Eisfüllung. Total lecker. So, was brauchen wir dazu, dafür? Natürlich brauchen wir Grieß, das ist aber ein Hartweizengrieß. Bitte nicht den Weichweizen benutzen, ganz wichtig. Dann brauchen wir Butter. Hier habe ich Zucker und Vanillezucker und außerdem brauchen wir Milch. Am besten nehmt ihr einen mit 3,5%igem Fett. Wir müssen jetzt erstmal so einen Zuckersirup zubereiten, der aber mit Milch statt Wasser gemacht wird. Ich hole mir jetzt gerade mal meinen Topf her. Da kommen jetzt einfach Milch, Zucker und Vanillezucker rein und werden auf dem Herd dann ganz kurz zum Kochen gebracht, bis der Zucker darin schmilzt. Soweit seid, schnappt ihr euch eine Pfanne, am besten nehmt ihr euch da eine beschichtete, das geht immer etwas einfacher. Und dort kommt jetzt die Butter hinein, wird zerlassen und dann kommt der Grieß hinein, wird so lange darin gebraten oder geröstet, bis er so eine leicht goldbraune Farbe annimmt. So, wenn das Ganze dann, wie hier zu sehen, so eine leicht braune Farbe angenommen hat, könnt ihr ja auch sehen, dass sich die Konsistenz so ein bisschen verändert. Und an der Stelle kommt jetzt der Zuckersirup hinein. Da müsst ihr echt vorsichtig sein, Leute. 15 oder 20 Minuten später, Hauptsache es ist noch warm, aber nicht mehr heiß, könnt ihr den Deckel wegnehmen. Und ja, jetzt stellen wir unser Dessert zusammen. Dafür habe ich mir hier so ein Schälchen zurecht gemacht. Ich habe einfach so ein bisschen Frischhaltefolie reingelegt, denn wir müssen das nachher stürzen. So ist es einfacher und dann bleibt nichts dran kleben. Wir werden jetzt einfach hier von der Grießmischung etwas in die Schüssel füllen, gut andrücken. Dann kommt Eis und dann machen wir noch so eine Grießhaube darüber, bevor wir es dann auf den Teller stürzen. Leckere İrmik Helvası mit Eis. Es schmeckt wirklich am besten, wenn der Mantel noch warm ist und das Eis innen noch nicht geschmolzen, sondern wirklich noch schön fest, sage ich mal. Also eins meiner Lieblingsdesserts. Probiert das Rezept mal aus. Schickt mir wie immer gerne eure Bilder. Ich bin schon so kaputt und weiß gerade überhaupt nicht mehr, was ich hier rede. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!